guten Tag zusammen. Hallo, mein Name ist Bianca Hauser. Ich bin die Geschäftsführerin der Firma Easy Home GmbH in Ihringen. Wir sind ein Immobilienunternehmen. Und heute darf ich Sie zu einer Besichtigung mitnehmen in dem wunderschönen Ort König Schaffhausen. König Schaffhausen ist circa 4 Kilometer von Endingen entfernt, ein beschaulicher Ort, der vieles zu bieten hat, unter anderem auch viele kulinarische Köstlichkeiten. Lassen Sie sich zum Beispiel auch mal in einem der guten Restaurants hier in König Schaffhausen verwöhnen, bei der Familie Baptist zum Beispiel im Adler oder in der Eisdiele mit schönem kreierten, selbstgemachten Eis. Nun nehme ich Sie aber erstmal mit zur Besichtigung und wir schauen, ob dies Ihr neues Zuhause werden wird. Ja, hallo, hier bin ich wieder. Ich stehe jetzt hier vor dem Anwesen mit der Hausnummer 1, wie Sie sehen. Das ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, bei dem Anwesen handelt es sich um ein Zweifamilienhaus aus dem Jahre Baujahr ca. 1800. Das Zweifamilienhaus ist so, die untere Wohnung mit ca. 69 Quadratmeter ist momentan vermietet für eine Kaltmiete in Höhe von 750 Euro und die obere Wohnung mit ca. 130 Quadratmetern Wohnfläche bewohnt die Eigentümerin selbst. Das Haus wurde immer wieder renoviert. Die grundlegendste Sanierung vor ca. 13 Jahren beinhaltet, dass ein Vollwärmeschutz drauf kam, es kamen neue Fenster rein, der Boden wurde teilweise erneuert, es wurde auch mal in den 70er Jahren ein Anbau gemacht. Schauen Sie sich selbst an, ich zeige es Ihnen gleich. Und wichtig wäre noch zu wissen, das Grundstück hat eine Größe von 452 Quadratmeter und der Kaufpreis für das schöne Anwesen beträgt 484.000. Bis gleich! Jetzt stehen wir im Innenhof dieses Anwesens und was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, zum Anwesen selbst gehört auch noch die große Scheune, wie Sie hinter mir sehen, mit einer, hier vom Anbau her, einer Garage und einem extra Hobbyraum. Und was ganz toll ist, hier der Eingang zur alten Schmiede, die noch auch vorhanden ist, die ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Gehen wir erstmal ins Haus. Wir beginnen mit der Wohnung im Erdgeschoss, die Dreizimmerwohnung, die momentan vermietet ist, und gehen mal ins Wohnzimmer. Wie Sie sehen, mit einem schönen Boden ausgelegt, Mühlboden. Wohnzimmer mit Essbereich, übergehen dann in die Küche, die übrigens der Eigentümerin gehört und somit dann im Kaufpreis enthalten ist. Ja, hier sind wir reingekommen ins Wohnzimmer. Wir können jetzt aber auch durch die Küche die Führung weitermachen, hier durch eine Schiebetüre. Das erste Zimmer, das ich Ihnen zeige als Schlafraum, ist das Kinderzimmer mit Fenster zum Hof. Gegenüber dann eins der Badezimmer, und zwar das Bad mit Badewanne. Wie Sie sehen, auch neu renoviert.
ins Schlafzimmer. Wie Sie hier sehen, mit kleiner Ankleide und was ganz toll ist, mit dem zweiten Bad, eben dem Duschbad. Das war jetzt im Erdgeschossbereich eben die vermietete Wohnung und nun gehen wir nach oben in die Wohnung mit 130 Quadratmeter, die momentan noch von der Eigentümerin bewohnt wird. Kommen Sie rein und folgen Sie mir gleich in die Küche. Ja, auch die schöne Küche hier wurde erst vor nicht allzu langer Zeit eingebaut und die wäre auch im Kaufpreis enthalten, die bleibt nämlich in der Wohnung drin. Gehend zum Esszimmer mit Kaminanschluss. Und wie Sie auch hier sehen, mit einem tollen Vinylboden. Folgen Sie mir in eines der Schlafzimmer. Hier noch mit Original-Dielenboden ausgelegt. Und angrenzend für jede Frau zum Lächeln der Ankleideschrank oder ein weiteres Zimmer. Angrenzend zum ersten Zimmer, das ich Ihnen gezeigt habe, das schöne Wohnzimmer, hier mit offenem Kamin, auch wieder einen schönen Vinylboden ausgelegt und ganz toll der großen Fensterfront hier direkt zur Sonnenterrasse. Und auch hier ein zweites Bad mit Badewanne. Ja, und jetzt folgen Sie mir ganz leise und heimlich, gehen wir jetzt ein geheimes Zimmer. Mein Spaß, das war einfach das Männerzimmer, früher Werkstatt und dann Eisenbahnzimmer des Eigentümers.
So, und jetzt folgen Sie mir in den Dachspitz. Ich weiß nicht, ob ich es anfangs schon erwähnt habe, aber nochmal weise ich gerne darauf hin. Eben das Haus wurde im Jahr 2008 mit einer Vollwärmeisolierung versehen. Also das Haus wurde von außen gedämmt. 2008 kamen auch neue Fenster rein, dreifach verglast. Und auch der Boden hier wurde mit einer Wärmeisolierung versehen, um den neuesten Energieeinsparverordnungen eben Genüge zu tun. So, nun haben wir das Haus besichtigt, die beiden Wohnungen und jetzt möchte ich Ihnen natürlich auch die Schmiede nicht vorenthalten. Der Vater der Eigentümerin, der jetzigen Eigentümerin, hatte hier die Schmiede in Betrieb. Er hat die Pferde beschlagen, er hat Werkzeuge hergestellt. Sie sehen auch später im Hof noch die schönen Eisenringe, wo die Pferde befestigt wurden. Ja, wo die Pferde befestigt wurden. Und hier sehen wir auch noch ein altes Hufeisen. Ja, hier geht es dann weiter. Das zeige ich Ihnen jetzt heute nicht. Das war früher die Hoftoilette, die ist aber nicht mehr im Betrieb. Und was auch ganz toll ist, hier wurde dann eine Waschküche eingebaut. Gehen wir hier in die Scheune. Vielleicht kurz hier noch eine Anmerkung. Es gibt von der oberen Terrasse, von der Hauptwohnung auch eine Treppe zur Terrasse. Da müssen Sie nicht immer durchs Haus laufen, wenn Sie in den Hof möchten. Und vom Hof aus haben Sie dann den Abgang zum Heizraum und auch zu einem schönen Gewölbekeller. Ich hoffe, Ihnen hat das Anwesen gefallen. Wenn ja, dann rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich werde gerne einen Besichtigungstermin mit Ihnen vereinbaren.